Vetropack ist der offensichtlichste Leidtragende im Schweizer Kurs-Tableau. Wir müssen wissen, Vetropack hat das Werk in der Ukraine, wo etwa 10% vom Umsatz entspricht. Durch die kriegerischen Aktivitäten hat das Werk Schaden genommen und somit wird für das ganze Jahr der Umsatz ausfallen. Das hat resultiert, dass die Vetropack-Aktie 30% zurückgekommen ist. Wir dürfen aber auch hier nicht vergessen, fundamental ist die Aktie gut abgesichert. Wir haben eine Eigenkapitalquote von über 70% und eine engagierte Familie. Von dem her ist schon keine Eile angebracht für einen Einstieg, aber wir müssen wissen, dass gegen Abend die Aktie gut abgesichert ist.